Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Dreckigreden Sauberflown Bundle von Kalash 44. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dreckigreden Sauberflown von Kalash 44, das Ganze am 2. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das dritte Album von Kalash 44. Das Ganze kommt hier in einem Bundle. Und wir haben hier zu diesem Bundle auch noch eine Box. Wenn auch eine sehr schlichte Box. Es ist so eine einfache braune Kartonbox. Also rundum in braun. Und hier oben dann entsprechend der Sticker mit den Infos, was sich darin befindet. Wir werden als erstes mal die Folie entfernen. Und dann schauen wir hier mal rein. Dass wir hier erstmal die Folie abmachen. So, wunderbar. Also, das ist der Sticker. Hier lesen wir Dreckigreden Sauberflown Kalash. Bundle, links der Barcode und rechts nochmal das Logo des Künstlers. Ansonsten, wie gesagt, alles hier in braun. Dann würde ich sagen, wir schauen mal rein, denn hier gibt es nicht viel zu sehen, außer diesem Sticker. Und dann kommt uns auch schon der Inhalt entgegen. Wir haben hier als erstes mal eine Autogrammkarte. Dann gibt es einen Sticker, das Album an sich und ein Shirt. Jawohl, so, mehr gibt es hier nicht. Dann packen wir das wieder zusammen und geben das Bundle dieser Kartonbox der Welt zur Seite. Es ist auch keinerlei Folie hier mit dabei, also sogar das Album kommt hier ohne Folie, ist schon ausgepackt. So sieht das aus. Also wir haben hier das Album in einem regulären Jewelcase. Hier lesen wir auch wieder Dreckigreden, Sauberflown, darunter Kalash. Also die 44 ist scheinbar nicht mehr mit dabei. Dann haben wir den Interpreten neben einem Rolls-Royce stehen. Sieht hier ziemlich nach Ghetto aus, also heftiger Kontrast mit so einem Wagen hier in so einer Gegend. Hier hinten haben wir dann noch das Logo. Ich glaube, es ist das Wappen oder ein Logo der Ukraine. Dann hier auf der Seite schwarzer Balken. So sieht das aus. Etwas verstaubt. Wir werden mal ganz kurz hier drüber wischen. So, was lesen wir hier? Falsch rum, von unten geht's los. Hier lesen wir auch wieder Kalash, Dreckigreden, Sauberflown. Leider echt schwer zu lesen, ist so grau auf schwarz. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 15 Tracks haben wir mit dabei. Und wir haben hier Features von Safia, Capital Bra, Brudi 030, Gringo, Samra und, was ist das? HK. Okay, also Track Mond ist hier mit HK. Muss ich echt sagen, das ist mir kein Begriff, alle anderen natürlich schon. Das Album hat keinen Barcode, warum? Das Ganze gibt es wirklich nur exklusiv in dieser Bundle-Variante. Also das Album so regulär gibt es nicht zu kaufen. Wir schauen mal ins Innenleben. Als erstes das Booklet. Das ist sehr sparsam. Wir haben hier lediglich so eine Seite zum Aufklappen mit einer Bildercollage. So Fotos von Kalash 44 im Urlaub. Okay, und hier dann mein Ding, mein Dank gilt allen Beteiligten, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben, Kalash. Ja, mir fehlen jetzt ehrlich gesagt etwas die Credits oder irgendwelche Infos so zum Album, aber okay. So, die Album-CD, die kommt dann hier in schwarz und grau. Auch hier lesen wir wieder Dreckigreden, Sauberflown und Kalash dahinter. Okay, das war's soweit zum Album. Als nächstes haben wir dann mit dabei eine Autogrammkarte. Auch hier auf dieser Autogrammkarte haben wir wieder das eben gesehene Auto. Kalash hier mit silbernem Stift unterschrieben. Autogrammkarte im Hochformat und die Rückseite ist blank weiß. So, selbes Format von der Größe her hat auch dieser Sticker. Ich glaube, das ist so Postkartenformat A6. Sticker kommt hier in schwarz und weiß mit dem Kalash Schriftzug und der Sticker in diesem Fall im Querformat. So, und als letzten Bundle-Inhalt haben wir dann hier noch ein Shirt mit dabei. Das schauen wir uns mal an. So,
Das Ganze sieht so aus. Und zwar haben wir hier den Interpreten oder vermutlich den Interpreten. Es ist leider sehr stark so verwischt. Man kann schwer sagen, wer hier abgelichtet wurde. Zusätzlich wurde dann hier auch noch die Augenpartie mit so einem schwarzen Balken zensiert. Und dann haben wir hier unten noch einen Aufdruck, den ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht entziffern kann. Ja, also falls ihr der Sprache mächtig seid, falls ihr wisst, was da genau steht, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Und auf der Rückseite ist das Shirt komplett in weiß gehalten. Also hier gibt es sonst weiter nichts zu sehen, somit nur ein Aufdruck auf der Vorderseite. Das Shirt ist ziemlich groß, ziemlich großzügig geschnitten. Also wir haben hier ein Shirt in der Größe L. Und selbst für ein L kommt es mir reichlich groß und weit vor. Größe konnte man übrigens nicht frei auswählen. Also es war bei allen Bundles gleich die Größe. So, was haben wir hier? Wir haben es zu tun mit, ich hoffe man kann es halbwegs lesen, 100% Baumwolle. Das Ganze ist hier ein TB International. Okay. Und hier lesen wir es Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. So, dann packen wir das Riesenshirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L in Weiß mit dem Aufdruck auf der Vorderseite. Dann haben wir den Sticker hier im Querformat in Schwarz und Weiß, Größe A6. Ebenso A6 wie diese Autogrammkarte. Was mir jetzt gerade erst auffällt, ist, dass man hier an der Seite diesen Balken so etwas verwackelt hat, also als wäre das hier so versetzt. Ja, muss jetzt ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob das beabsichtigt war oder nicht. Sieht auf jeden Fall so ein bisschen nach einem Fehler aus, aber interessante Optik auf jeden Fall. Ja, also auch A6 eben, wie gesagt, im Hochformat mit silbernem Stift unterschrieben. Und als letzten Bundle-Inhalt, als Nummer 4 dieses Bundles, haben wir dann natürlich noch das Album an sich, Dreckig Reden, Sauber Flown, mit insgesamt 15 Tracks und diversen Features. Und das Ganze kommt hier in einem regulären Jewelcase. Jawohl! Das alles in diesem wunderbaren Bundle. Dreckig Reden, Sauber Flown von Kalash. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kalash bzw. Kalash 44 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.